unser erstes Panel, wenn ich mir dazu sagen soll. Unser erster Workshop. Wir wollten es ein bisschen offener halten, weil wir gesagt haben, okay, wir können natürlich jetzt erzählen, wie baue ich eine Waffe, wie schminke ich wen. Wir dachten, das wollten wir jetzt nicht so machen, sondern erstmal einfach allgemein. Prinzipiell mal über Cosplay reden. Ja. Ja. Kennt denn wer uns? Für alle, die uns nicht kennen, wir heißen eigentlich Sophia und Benny. Auf Facebook Skunk and Weasel. Ich erzähle jetzt nicht, warum wir so heißen. Es hat seine Gründe und. Wer ist wer? Okay. Ja. Genau. Ja. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit allgemeinen Tipps. Allgemeinen Tipps, genau. Für viele ist der Anfang für Cosplay schwer, weil wo fange ich an? Das heißt, wie fange ich überhaupt an, Cosplay zu planen, ohne dass es irgendwie vielleicht in Kosten eskaliert oder dass ich da vielleicht einfach nicht richtig ja, reinkomme? Weil man denkt, man hat nicht die Fähigkeiten oder Fertigkeiten dazu, Cosplay zu machen. Ich kann dazu sagen, gut, Sophia hat bekleidungstechnische Assistentin gelernt, die hat aber schon vorher lange davor Cosplay gemacht und Nähen selbst gelernt. Und ich glaube, du hast es auch nicht von der Familie mitbekommen, oder? Also ich mache Cosplay seit 2004, muss man halt so sagen. Das ist schon ein bisschen länger. ja. Und das heißt, ich habe von Anfang an selber genäht. Ne, das heißt, ich habe mich da hingesetzt, mein erstes Kostüm war Kenshin von Kenshin, genau. Habe ich gemacht, da war ich 14 und damals gab es noch nicht so tolle Sachen wie Warbler oder Kontaktlinsen für 15 Euro, sondern da hat man ja, eine Wahrscheinlichkeit von 50% gehabt, dass die Perücke überhaupt ankommt, die man bestellt hat und das auch in einem Zeitraum von 3 Monaten. Also das war schon immer nicht so einfach. Deswegen hat man sich dann die Haare angesprüht. Ne? Also, wir fangen ja auch an. Also. Vor allen Dingen warst du ja Schülerin und da hatte man natürlich auch jetzt irgendwie so viel Geld, sich jetzt eine teure Perücke zu kaufen. Ich sah furchtbar aus. Das Kostüm sah furchtbar aus. Ja, aber ich war sehr stolz drauf. Aber ich war sehr stolz drauf, weil ich gesagt habe, ich habe es selbst gemacht. Deswegen sage ich immer, mein erster Tipp ist immer ausprobieren. Immer ausprobieren. Viele sagen, okay, ne, wir fangen jetzt mal an, Kostüme erstmal zu kaufen, weil das kann ich nicht. Das wird gemütlich. Man wird gemütlich und man wird da nicht besser. Das andere ist, was zum Beispiel, wo ich immer sehr drauf achte, das kann ich gerne mal an einem Beispiel zeigen. Viele Bilder von sich selbst abgezählt. Wenn der Freund eigentlich fotografiert, muss man selbst tun. Schmeißt du meine Festplatte raus? Schmeißt du meine Festplatte raus? So. Und zwar, der andere, also nächster Tipp generell, ist immer Materialien. Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Horizon Zero Dawn? Hm. die hat ja sehr, sehr viel verschiedenes Zeug an sich. Das heißt Felle und Lederbänder und Leinen und Wolle und was weiß ich. Fell haben wir schon gesagt. Zum Beispiel, ich sage immer, man achtet ein bisschen darauf, dass es ein bisschen, also wenn man möchte, dass es realitätsnah aussieht, dass man halt auch die Materialien benutzt, die so ein bisschen zu erkennen sind. Das Praktische bei denen war, die hatten einen Cosplay-Guide. Das heißt, sie hatten wirklich komplett aufgelistet, ja, wir haben hier Holzketten, ja, dann einen Seidenschal an. Das war natürlich dann ein bisschen einfacher. Macht auch immer das Kostüm schöner, also wertiger. Ne? Wenn man zum Beispiel jemanden da stehen hat, der hat ein Kostüm komplett aus Baumwolle und jemand steht daneben und hat gesagt, okay, überlegen mal, was ist das für eine Zeit, was haben die überhaupt für Materialien zur Verfügung, kann man das natürlich ein bisschen besser dann handhaben und sagen, okay, zum Beispiel sie, das ist in der Post-Apokalypse, die haben Leder, Leinen, Holz und alles, was irgendwie Naturmaterialien sind. Das heißt, keine schöne ja,
Polyester, Viskose oder sonst was, sondern Natursachen. Und was natürlich bei den Junior Bis anders ist, ist dann natürlich, die Gegner sind ja solche Roboter, Dinosaurier. Das heißt, da kann man auch noch ein bisschen abgespaceter werden. Dementsprechend habe ich dann geguckt. Wir haben jetzt Fahrrad, also wir zum Beispiel werden das. So. Wir haben hier zum Beispiel, da haben wir Lederbänder genommen, die wir komplett, das sind 30 Meter Lederband gewesen, die wir zu Paracord geflochten haben. Und dann halt die Ketten dazu gemacht haben, genauso wie das da, ist auch ein Lederband, was wir um eine Cordel rumgebunden haben. Oder diese Holzperlen, die haben wir, oder hat er gesagt, jede einhändig abgeschliffen, damit sie jede eigene individuelle Form hat. Das dauert zwar super lange, aber es sieht natürlich am Ende ein bisschen besser aus, als wenn man jetzt einfach nur irgendwie, die hatten halt alle also das war glaube ich so die Originalform, ne? Und ich habe die einfach nur ein bisschen abgetragen, weil es im Spiel halt auch so ist, die hat wie so Abkerbungen da drin und die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und dann habe ich mich einen ganzen Nachmittag mit dem Dremel bei uns in den Flur gesetzt und habe getremelt. Der Flur sah dann aus wie sonst was, aber scheißegal. Hauptsache es sah am Ende ganz gut aus. Und dann haben wir als Farbe haben wir dann das Holz. Auch Beize genommen, ne? Also wie man halt Holz bearbeitet, Beize. Ich glaube, was auch ein ganz guter Tipp ist, guckt echt mal, wenn ihr einen Baumarkt in der Nähe habt, guckt einfach mal in den Baumarkt rein und guckt, was der so hat. Weil wie oft ich einfach noch durch den Baumarkt laufe und denke so, hey, sowas gibt's. Und das macht eigentlich die Arbeit echt einfacher. Allein, wenn irgendjemand einen Dremel von euch hat, ich kann jedem nur einen Dremel für seine Cosplays empfehlen. Der Dremel ist das Beste, was es gibt, weil der Dremel ist, falls ihr das nicht kennt, das ist so ein Schleifwerkzeug, sieht ein bisschen aus wie eine kleine Bohrmaschine, nur mit, ohne so eine Pistolenform, sondern nur so ein ovales Werkzeug und da sind so Aufsätze, die ihr draufstecken könnt. Und da gibt es tausende verschiedene Aufsätze, die ihr nehmen könnt. Und das ist, also dieses Ding ist einfach Gold wert, weil für alle Oberflächen, die ihr macht, auch so Holz, da ist auch alles auf der Rückseite, wenn ihr euch ein Dremel mal kauft, ist komplett aufgeschrieben, was für was ist. Also da gibt es dann immer auch so ein fettes Set und da steht komplett drin, welcher Aufsatz für welches Material geeignet ist. Und wie gesagt, im Baumarkt kann man sich noch tausende von Aufsätzen dazu kaufen und das hilft wirklich, wenn ihr mal irgendwas, eine Waffe, irgendwas glatt machen wollt, weiß ich nicht, wenn ihr irgendwas aus Holz schnitzt und müsst da irgendwie irgendwelche Feinheiten rein dremeln oder rein schleifen. Es gibt natürlich Leute, die machen das mit so einer runden Schleife, aber es dauert halt ewig lang. Mit dem Dremel geht es auch, ist dafür ein bisschen komplizierter, weil da rutscht man halt öfters mal aus, aber das kriegt man so mit der Zeit raus. Es gibt auch noch so einen Schlauch für den Dremel, den benutze ich immer, den gibt es sogar bei manchen Paketen dazu, der ist da mit drin. Das ist dann viel einfacher, weil dieser Dremel ist halt recht schwer, ist halt recht unhandlich und dieser Schlauch ist dann, damit kann man dann super einfach arbeiten. Der fühlt sich dann an wie ein Stift in der Hand und dann kann man da super einfach irgendwie an irgendwelche Kanten lang gehen und das alles glatt machen und alles schön gerade machen und das hilft halt total. Was ich glaube ich auch noch sagen kann, was dann schön ist an den Cosplay Guides, wo wir angefangen haben, gab es sowas überhaupt nicht. Ich erinnere mich nur an wir haben auch Batman-Kostüme gemacht von Arkham Asylum, da hat sie Harley Quinn gemacht und ich habe Scarecrow gemacht. Und ich weiß noch, wie jede 5 Sekunden angefangen hat. Also es gab zwar, was schon cool war, was es früher eigentlich nie gab, früher hat man ja immer mit Bildern gearbeitet, ne, die man so im Internet gefunden hat. Aber da gab es in Arkham Asylum gab es schon so eine Art so Ingame-Statuen, die man manchmal sammeln kann, wo man sich nochmal den Charakter komplett angucken kann. Das kann man ja so drehen und so. Und bei Arkham Asylum war das so, dass es jede 5 Sekunden angefangen hat, sich von alleine zu drehen. Das heißt, man konnte sich nicht auf Sachen fixieren und sich denken, okay, ich muss mir das jetzt, also wir machen das oft so, wir projizieren das auf dem Fernseher mit HDMI-Kabel und dann gucken wir uns das erstens ewig lang an. Weil, um zu gucken, aus welchen Materialien kann das sein, wie kann man das am besten machen, was für eine Technik kann man da anwenden oder muss man sich irgendwas Neues ausdenken vielleicht, oder ich weiß es nicht, es gibt auch viele Tutorials mittlerweile in Magazinen oder auch bei anderen Cosplayern auf den Seiten, wie die das gemacht haben. Wo wollte ich hin? Achso, mit Scarecrow und Harley Quinn. Ja, es war auf jeden Fall super scheiße, weil, wie gesagt, es drehte sich immer. Und dann musste einer von uns immer so diesen
wieder zurückgehen mit dem Controller und da sind Cosplay-Guides wirklich sehr, sehr dankbar, was natürlich die Firmen machen, nicht ganz uneigennützig, weil ich meine, wollen ja, dass ihr was cosplayt von denen, weil ihr seid dann, man muss einen ja nichts vormachen, man ist ja dann ein wandelnder Werbeträger für das Produkt, aber also ist auf jeden Fall super hilfreich und haltet auf jeden Fall immer Ausschau, ob ihr irgendwie einen Cosplay-Guide findet, weil da steht eigentlich alles drin. Oder XNA Lara. XNA, ja, genau. Das ist so ein Programm. Da kann man 3D-Models sich angucken. Die kann man meistens bei DeviantArt runterladen. Kennt ihr die Seite? Mhm. Das ist. Kennt ihr nicht? Doch. Okay. Aber da gibt es sehr gute. Also, abgesehen von den ganzen Nacktbildern, gibt es da auch sehr gute 3D-Modelle, die man runterladen kann. Und die kann man dann in diesem Programm hochladen und da kann man in jedes einzelne Detail ranzoomen und kann sich das auch nochmal angucken, was auch eine Menge wert ist. Ja. Nächster Punkt. Ja. Zum Beispiel jetzt auch, noch was sagen, man kann ja auch Sachen irgendwie modifizieren, dass man sagt, okay, was nehme ich da, das muss ja nicht zu erkennen sein. Zum Beispiel, das war jetzt ein Dichtungsschlauch. Ne? Ich war vom Dichtungsschlauch, den wir dann mit Plastik besprüht haben, um dann so diesen blauen Effekt zu haben. Und das war auch einfach nur, da gibt es auch bei Bastelläden solche Transferfolien. Die sind einfach nur so ja, Gold- oder Kupferfarben, die man halt ein bisschen mit Kleber, kann man sozusagen die Oberfläche bearbeiten und dann diese Folie drauf kleben. Dann hat man einen sehr schönen Metalleffekt. Ja. Jetzt gucken wir mal. Wir gehen jetzt mal mit Aloy, das ist mal ein bisschen praktisch, weil da so viel dran ist. Da ist eigentlich alles, was man irgendwie mal irgendwann anwendet, dran. So, bei dem hatten wir die Problematik, die Proportionen. Viele haben Probleme mit den Proportionen. Weil man sagt, okay, ne, man hat was genäht, es ist fertig, man zieht es zusammen an und plötzlich denkt man sich so, irgendwie passt es nicht zusammen. Deswegen. Das ist gut, dass ich das dann auch gelassen habe. Weshalb ich immer sage, wenn ihr ein Kostüm macht, Oberteil zum Beispiel fertig habt, anprobieren, Proportionen checken. Das hatte ich auch bei Aloys Oberteil, das war nämlich zu lang am Anfang. Da hatte ich sozusagen einen Rock an, das Oberteil bis hier und plötzlich hat man den Bauch gar nicht mehr gesehen. Das war dann blöd. Das ist ein bisschen, finde ich, nach dem Bauchgefühl. Wenn du in den Spiegel guckst und denkst dir so, irgendwas ist noch komisch, dann, keine Ahnung, kann man es ja auch abstecken oder so. Man muss es ja nicht gleich abschneiden, aber wenn das jetzt zu lang ist, kann man es dann einfach abstecken und dann sieht man ja, wenn es dann richtig aussieht, ist es natürlich besser und dann kann man es ja abschneiden, bevor man irgendwie vorschnell handelt. Ja, und bei dem gab es natürlich jetzt auch die Schwierigkeit, der ist, hat ja seine eigenen Proportionen und ist doch ein bisschen anders. Ne? Das heißt, irgendwie organisch, aber doch irgendwie metallisch. da haben wir uns ganz einfach gemacht, wie gerade schon Benni meinte, wir machen das immer wirklich sehr sporadisch. Wir haben halt sowas wie Lasercutter oder was da so. 3D-Drucker oder sowas haben wir nicht. Haben wir nicht. Also haben wir das so gemacht, wir haben unseren Fernseher genommen wieder. Das Schöne war, bei der Vorlage stand, wie groß der Schwer ist. Das heißt, man konnte sozusagen auch den Fernseher machen und projizieren, wie groß man ihn braucht. Und dann haben wir es einfach abgezeichnet. Wir haben es einfach abgekauft eigentlich. Wir haben also wirklich Butterbrotpapier oder sowas genommen, was halt so durchsichtig ist. Ne? Also so wirklich die einfachsten Materialien und dann einfach an den Fernseher gehalten und ganz leicht mit einem Bleistift einfach nur abgepaust. Und dann hatten wir die Originalform, wie sie im Spiel sind. Und die Proportionen stimmen natürlich auch. Also der ist jetzt genauso groß, wie er ausgeschrieben ist in dem Cosplay-Guide, der Speer. Wie groß ist das so im Rechenleben? Ich glaube 1,20. Ich kann gleich gerne mal sehen, das fast so richtig. Dann ist der Bogen jetzt 1,50 geworden. Also. Der ist riesig, ja. Dann gibt es dann auch diese netten Details, die man dann hat, ne? Hi. Hi. Hallo. aber die netten Details, also die Details, die man hat, die hat zum Beispiel sehr viele Taschen aus Leder. Leder ist ja jetzt nicht immer das, was man sich kaufen möchte, deswegen nehmen wir mal Kunstleder. Das wäre jetzt auch Kunstleder gewesen, wo man das halt natürlich dann auch so bestückt. Das ist jetzt alles handgenäht. Und wenn ich noch am Nähen bin.
Da gibt es aber auch mal mit den Hohlliegen und sowas, das ist immer problematisch vom Geld, muss man wirklich sagen. Diese Teile sind relativ teuer. Also man bezahlt, wenn man jetzt im normalen Handel geht, glaube ich, 10 Euro für 20 Stück oder so. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich hatte mal ein Kostüm gemacht, weiß nicht, kennt ihr Watch Dogs? Ich habe den Ranch gemacht, da habe ich 1000 Nieten gebraucht. Das ist dann ein bisschen blöd. Weshalb ich dann immer gucke, zum Beispiel Online-Shops, da gibt es sehr viel, also eine Nachricht, so Talversand zum Beispiel, ist eine, die sind Großhandel. Das heißt, sie verkaufen 1000 Stück auch so. Da bezahlt man zwar immer noch relativ viel, aber im Vergleich jetzt zum 10 Euro für 20 Stück oder 10 Euro für 200 Stück, das ist dann doch schon ein Unterschied. Ne? Also da würde ich auch mal drauf achten, Mengen. Die Mengen einfach zu schauen, also wirklich bei solchen Sachen, solche Accessoire-Sachen wie Hohlliegen, Ringe. Immer auch, würde ich sagen, auf eBay vor allen Dingen, weil bei eBay sind die Sachen meistens günstiger. Weil du sie auch einfach in viel größeren Mengen bekommst. Die bieten dann meistens schon, keine Ahnung, 100 Stück an und die kosten dann vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall viel, viel weniger als jetzt irgendwie die in einem Bastelladen zu kaufen. Also Bastelläden, will jetzt kein Bastelläden schlecht machen, aber die sind halt grundsätzlich teurer auf jeden Fall. Es kommt halt immer auf die Menge an, die man braucht. Genau. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche 20 Nieten, da kann ich auch die 10 Euro ausgeben, weil der Versand wahrscheinlich so teuer ist, dass es sich eh nicht mehr lohnt, die so zu kaufen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, wie ich gerade auch meinte, schon mit den Materialien, wenn wir uns vorstellen, viele fragen sich da, ja, wie bestimme ich die Materialien? Ich hab keine Ahnung von Materialien, ich habe keine Materialkunde gehabt. Dann sage ich immer, wenn ihr zum Beispiel jetzt so Assassin's Creed oder sowas, ne, das spielt ja immer in einer bestimmten Zeit. Einfach mal googeln, was in der Zeit so benutzt worden ist. Dann steht dann zum Beispiel, ist auch wirklich sehr oft so, historisch, Kleidung, steht dann ja, benutzt wurde Leinenstoff. Dann weiß man, ah gut, dann gucke ich einfach nur nach Leinen. Oder Leinengewebe, was halt einfach nur so aussieht, also Leinenstruktur nennt sich das dann, was einfach aussieht wie Leinen, wenn ich nicht unbedingt Leinen verarbeiten möchte. Oder genau das gleiche mit Seide. Seide ist ja jetzt auch nicht so billig. Ich zahle mal 50 Euro den Meter und man denkt sich so, ja gut, hätte jetzt auch der Saturn gereicht, der Projektor für 5 Euro. Genau. Und da jetzt nochmal auf das. Hier kann man nochmal sehen, wie die Perlen vorher aussahen. Das war jetzt hier noch bevor sie geschliffen worden sind, danach haben wir sie halt so geschliffen. Und dann natürlich, ich meine, Weizen mache ich auch nicht immer. Das heißt, ich guck mir dann meistens an, okay, wie wird ein Holz am besten behandelt, dass es halt auch immer noch wie Holz aussieht. Ne, ich hätte es auch mit Acrylfarbe bemalen können. Kommt aber auf das Fleisch hinaus eigentlich, auch auf das preislich gesehen. Wirkt dann aber authentischer. Gleiche, weil ich kenne die bestimmt aber. Was auch natürlich ein wichtiger Aspekt ist das Make-up. Kennt ihr Borderlands? Ja. Gut. Wer ist denn schon 18? Ihr dürft es auch nicht. Ja, ne? Das ist ein Spiel, klar, ne? Ego-Shooter, sehr viel Blut, fällt viel auseinander, ist aber im Comic-Stil gemacht. Ich habe vor 5 Jahren habe ich gesagt, okay, ich mache ein Borderlands-Kostüm, weil es hat mir immer viel Spaß gemacht, das Spiel. Und das Spannende war daran, dass es diesen Comic-Stil hat. Das heißt, ja, hatte über die Outlines etc. Und ich habe gesagt, das finde ich ganz spannend. Ich habe damals mich entschieden, habe bei mir gesagt, hier, du, ich mache jetzt Borderlands-Cosplay. Er hat gesagt, nee. Ich habe gesagt, hä, wie willst du das hinbekommen? Das ist einfach, das sieht einfach aus wie aus dem Comic. Und dann meinte sie, ja, wir malen die Kleidung an, haben wir dann gesagt. Und an sich haben wir einfach, wie ihr sehen könnt, haben wir einfach immer schön an jeden Konturen überall schwarze Linien nachgezogen, immer. Oder was sie auch im Spiel hatten, also zum Teil haben die auch zum Spiel feste Linien auf ihre Skins haben.
Und wir haben eigentlich nur immer das nachgezogen, was man nachziehen musste. Immer hier halt diese Ecken und sowas. Und schon hast du gleich diesen Comic-Look. Genau wie mit den Gesichtszügen. Einfach nur so ein bisschen hier die Mundwinkel ein bisschen nachgezogen. Oder wir haben halt geguckt beim Bart, was hat der, oder bei den Lippen ein bisschen die nachgezogen. Und schon hattest du diesen Comic-artigen Look. Ja, wie genauso wie die Kontaktlinsen. Kontaktlinsen machen viel aus. Bei denen zum Beispiel sehe ich wirklich aus wie eine Transe, wenn ich keine Kontaktlinsen drin habe. Dann habe ich die gelben Kontaktlinsen reingemacht und dann ist das gleich schon wieder gar nicht mehr so transig. Das war unser zweites Kostüm. Ja. Also, wo ich mit dabei war, genau, war das, also unser zweites Kostüm. Wir gehen ja, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal die Kostüme durch, die wir gemacht haben, damit man so ein bisschen sieht, womit wir angefangen haben, dass wir mittlerweile ein bisschen, also noch versuchen, ein bisschen mehr auf die Details zu achten. Wollen wir das auch nochmal überarbeiten? Genau, wir bearbeiten überarbeiten unsere Kostüme auch manchmal nochmal, wenn wir sehen, wenn uns was nicht an dem Kostüm gefällt oder denken uns so, ja gut, das hättest du doch besser machen können, oder hat es vielleicht bis dahin noch gar nicht die Idee, irgendjemand auf der Convention kommt irgendwie und hat gesagt, ja, ich habe das so und so gemacht, ihr könnt euch ja auch mit den Leuten austauschen natürlich, ne, und dann denkst du dir so, warum habe ich das nicht so gemacht, weil das hat mir total oft, dass du einfach nur mit den Leuten quatschst und denkst dir so, das ist eigentlich ganz cool, und dann so fragst, ja, und wie hast du das gemacht? Meistens sind ja die Leute nett und schon habt ihr natürlich einen guten Tipp für euer Kostüm. Ist auch ganz toll, dann Freunde zu finden. Ne? Also wir haben damit viele Freunde gefunden. Wir waren am Anfang zu zweit. Das Jahr darauf waren wir dann diese Gruppe, die dann alle zusammen gesagt haben, oh, das gefällt uns und das machen wir mit. Ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass das Foto bei 2K, wir wurden von 2K eingeladen, also von den Machern von Borderlands, und die haben mit uns dieses Fotoshooting gemacht, wir durften exklusiv das Spiel anspielen in der Location, die haben uns Reisekosten nach München organisiert und gebucht, und also man muss auch sagen, dass die Entwickler das auch sehen und auch wertschätzen. Das, also ihr seid ja nicht nur billige Werbefiguren für die, sondern ihr findet das auch cool, ne? Und dann kommt halt mal sowas zustande. Und das Coole war echt, wir hatten uns außer sie, wo wir auch mit Akustik gearbeitet haben, kannten wir eigentlich noch niemanden von den Leuten. Nee, und sie auch. Sorry, sie auch. Das Schöne ist, wir haben uns dann alle, das war super cool, wir sind dann in diesen Umkleideraum gekommen, so ein riesiger Umkleideraum, wie man den kennt, mit so Spiegeln und sowas, ne, wo man sich halt fertig machen kann. Und dann saßen die Leute alle da drin und irgendwie haben wir uns alle sofort gut verstanden, weil ich meine, wir haben alle dasselbe Hobby, ne? Wir haben dieselbe Vorliebe für das Spiel, weil wir fanden alle das Spiel cool. Und wir sind natürlich auch alterstechnisch immer alle ein bisschen in der Nischensparte. Und so altcharakterlich hat sofort gestimmt und mittlerweile wohnen in Düsseldorf und neben den beiden, die wir kennen wir jetzt auch noch, eigentlich kennen wir jetzt alle, andere kommen uns sogar eine Woche lang besuchen und so, und das ist eine richtig feste Freundschaft geworden, und das ist natürlich auch cool, wenn du das durchs Cosplay hast, und deswegen, das macht auch das Hobby einfach so schön, finde ich. Und das Schöne ist dann auch, dass man dann auch mal natürlich zusammen Projekte plant und sich dann zusammen unterstützen kann, weil dann ist jemand in, keine Ahnung, im Cell-Shading krasser, oder der andere ist im Nähen besser, der andere baut besser, und dann könnt ihr euch untereinander austauschen, und dann ist das natürlich auch eine Menge wert, wenn ihr euch da gegenseitig Tipps geben könnt. Also zusammen als Cosplay-Gruppe ist es natürlich super cool. Leider ist das erstmal jetzt in der Gruppe, ist das erstmal unser einziges Projekt. Aber wir gucken gerade, dass wir als diese Gruppe nochmal irgendwas zusammen machen. Also ich habe öfter schon was mit den Damen gemacht. Mit den Damen, ja. Die Herren sind immer ein bisschen aus. Die Herren sind immer ein bisschen grumpy. Die wollen, die trauen sich nicht, haben keinen Bock. Man muss sagen, auf der Dokomi haben die eine Femme-Shepard-Gruppe gemacht in Sexy Dresses. Sorry, also da wir wollten euch die Sexy Dresses machen. Kann ich leider nicht drin machen. Wir haben es euch angeboten. Ja. Nochmal zu Materialien oder nochmal zu Materialien sind mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ich habe Affinität für Stoffe.
Man muss wirklich sagen, ich finde es immer schöner, also wirklich authentischer, wenn man halt die Stoffe benutzt, wie sie wahrscheinlich gewesen sind. Ich hoffe auch immer, dass, also zum Beispiel bei dem Aloy-Kostüm, was ich jetzt gemacht habe, das ist mein neuestes Kostüm, da habe ich darauf geachtet, dass ich meine eigenen Haare dafür benutzen kann. Das heißt, ich habe meine Haare so gemacht, wie in dem Spiel das ist. Das heißt, ich habe Extensions reingesetzt, habe die so geflochten. Jedes Mal vor der Convention wird das dann gemacht. Und damit es einfach echt aussieht. Es ist schön, aber ich muss gestehen, ich mag das total gerne. Viele Leute kommen bei mir auf die Convention und sagen, es sieht echt aus. Und merken nicht irgendwie, dass ich da plötzlich Kunstwimpern oder was weiß ich habe, die einfach zu dem Kostüm nicht passen. Ich habe kein Problem mit Kunstwimpern, es gibt Kostüme, da passt es perfekt zu, ne? Auch die rote Lippen oder dicke Augenbrauen. Da gibt es aber Kostüme, wo ich sage, da brauche ich nicht mal Wimperntusche. Das ist zum Beispiel sowas. Warum sollte die auch Wimperntusche benutzen, wenn die da gerade irgendwie in der Wildnis ums Überleben kämpfen? Die Leute wissen das außerdem, wenn ihr euch an die Vorlage gehalten habt. Also ich finde, man merkt das immer wieder, wenn die so sagen, dein Oberteil sieht genauso aus wie aus dem Spiel, weil, keine Ahnung, wenn du ein Assassin's Creed-Kostüm machst oder so, dann ist es natürlich klar, dass du schon darauf achten solltest, wie Sophia schon meinte, was für Stoffe in dieser Zeit überhaupt existiert haben, womit die gearbeitet haben. Und ich finde, dass es wirkt einfach echter, wenn du es so vor dir siehst, als wenn du jetzt, sag ich mal, einfach irgendeinen Baumwollstoff oder sowas nimmst. Keine Ahnung. Da kann man wirklich sagen, ne? Also man werft das schon auf, indem man einfach sagt, ich benutze etwas, was in der Zeit auch benutzt worden ist. Das wertet alles auf. Oder man spielt halt, zum Beispiel, was ich auch schon mal gemacht habe, das war auch ein Assassin's Creed-Kostüm, das kann ich euch mal zeigen. Da habe ich zum Beispiel auch ein Material genommen, was eigentlich gar nicht in die Zeit gepasst hat. Das war 15. bis 100, ich habe Lack genommen. Warum? Sah einfach cooler aus mit Samt. Das sieht man. So mit Selfies, ja? Da haben wir sozusagen gesagt, okay, ich nehme Samt. Samt ist ein Stoff, den hat man in der Zeit viel benutzt an Kleidern. Das ist halt eine Renaissance gewesen. Ich habe gesagt, aber goldener Samt sieht irgendwie blöd aus. Sieht ja meistens dann eher aus wie so ein Beige oder so ein nicht geoutetes Beige. Wo ich gesagt habe, ich nehme dann lieber Lack. Damit das sozusagen dieser Kontrast zwischen dem Glänzenden zu diesem tieflilanen größer ist. Das haben wir dann bei dem gemacht. Bei ihm haben wir dann zum Beispiel gesagt, er hat dann halt nicht ein Pendant dazu gemacht. Da haben wir natürlich dann gesagt, okay, aus was wurden solche Mäntel gemacht? Das zum Beispiel nicht aus Samt. Ist halt das wäre jetzt kein Outfit aus Samt, sondern haben wir Wolle genommen. Weil wir gesagt haben, okay, ne, diese grüne Wolle sieht am besten aus. Kennt es wahrscheinlich, bei manchen Kostümen haben wir dann Fransen unten dran. Wenn man jetzt da Baumwollstoffe nehmen würde, dann würden die irgendwann extrem ausfransen. Sieht auch einfach nicht gut aus, weil wenn man Fransen in Baumwollstoffe schneidet, sieht man, dass es geschnitten ist. Weil Baumwolle halt anders ausfranst. Bei Wolle ist es natürlich ein bisschen anders. Wolle hat ja meistens dann gefilzt und man kann sagen, man schneidet das unten zurecht und es sieht Gott sei Dank nicht geschnitten aus. Was ich auch zu dem Bild sagen kann, weil Sophia meinte, oder wir haben ja am Anfang gesagt, dass du wenigstens jetzt was gelernt hast. Ich habe gar nichts weder nähtechnisch gelernt, noch irgendwie handwerklich. Ich habe damals einfach mal, ich habe mich im Internet erkundigt und habe einfach mal zu der Maske hier, ich dachte mir damals, okay, wo kriege ich so eine Maske her? Natürlich habe ich erstmal bei Amazon geguckt, vielleicht kriege ich ja da irgendwie so eine Doktormaske eingegeben und dann sah ich halt, da gibt es tausende von diesen Pestdoktormasken, aber keine sah natürlich so aus wie die. Und ich dachte, also das war damals, ich sag jetzt mal, das war unser erstes richtiges Kostüm, die beiden.
schneiden. Also das war wirklich das, wo wir so richtig viel Mühe reingesteckt haben. Und dann habe ich halt geguckt, wie kann ich das machen, und habe mir einfach mal Modelliermasse gekauft, die heißt Sculpey. Das ist eigentlich eine Art Ton. Und habe dann mir noch so eine, worauf habe ich die gemacht? Ich glaube auf so einem Styroporkopf oder sowas, ne? Auf einer anderen Maske, so eine venezianische Maske. Ach genau, stimmt. Ich habe mir so eine normale venezianische Maske, so eine ohne Gesichtsausdruck geholt, damit ich einfach eine Unterlage habe, wo ich die dann am Ende draufbrennen kann. Wenn ich Sculpey kann man ganz normal in den Ofen schieben und dann ist das nach, keine Ahnung, 10 Minuten oder so fertig, wenn man es nicht zu lange im Ofen lässt. Ist auch schon passiert. Auch mit der Maske. Der Schnabel war schwarz, ja. Ich habe noch nie sowas gemacht, wie gesagt. Ich habe mich dann einfach hingesetzt, habe mir ein Bild von dem rausgesucht und habe ich einfach angefangen zu modellieren. Und dann habe ich einfach Sculpey nach und nach aufgetragen und dann hatte ich irgendwann so eine Struktur mit einem Schnabel. Man muss sagen, ich habe manchmal nicht so die Geduld beim Cosplay. Ich glaube, vielleicht geht das vielen so. Also ich habe da einen sehr kleinen Geduldsfaden manchmal. Der reißt wirklich sehr. Und dann habe ich mir die Schnabelmaske angeguckt und dachte mir so, der Schnabel ist die sieht überhaupt nicht so aus wie im Spiel. Und dann habe ich da noch dran probiert und irgendwann war halt so meine Geduld am Ende. Und dann habe ich einfach mal mit der Faust auf die Nase geschlagen. Und dann war das mein Grundsatz für die nächste Maske, weil ich habe gemerkt, hey, der Schnabel hätte einfach nur breiter gemusst, weil in dem Moment, wo ich da reingeschlagen habe, war der Schnabel breiter. Und dann dachte ich mir so, hey, da kann ich drauf aufbauen. Und dann habe ich, da diesen längeren Schnabel gemacht, der war vorher nur, glaube ich, so kurz hier. Und dann habe ich noch dieses riesige Stück dran gesetzt und plötzlich hatte ich genau diesen Gesichtsausdruck, den dieser Doktor in dem Spiel auch hat. Und plötzlich dachte ich mir, okay, so kann ich das machen, so kann ich das brennen. Ich habe alles nachgezogen. Man kann mittlerweile für super wenig Geld Modellierwerkzeug bei Amazon kaufen, so ein ganzes Set. Es gibt immer so rotes Plastikmodellierwerkzeug, das ist ganz gut. Damit kann man alles schon glatt streichen. Meistens für Fimo gemacht, Fimo kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Genau. Aber an sich kann man natürlich auch das Geld benutzen. Aber man kann auch natürlich teureres Werkzeug holen, aber es ist auf jeden Fall eine Menge wert. Und dann wirklich kann ich nur als Tipp geben, einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ich habe einfach mal losmodelliert und habe es probiert. Und es hat einfach am Ende gepasst. Ich war eigentlich zufrieden mit der Maske. Ich bin eigentlich auch immer noch zufrieden mit der Maske. Und sowas wie... Ich muss dazu sagen, es ist noch vor der Zeit, wo es Warbler gab. Genau, da gab es noch keinen Warbler, genau. Und zu den Gläsern, weil die haben damals, was natürlich ein bisschen komisch ist im Mittelalter, dass die so reflektieren. War es auch ganz lustig, denn ich habe einfach, oder wir haben einfach Plexiglas aus dem Baumarkt geholt, so eine kleine Platte gibt es, also gibt es immer Plexiglas zu kaufen. Da haben wir die kurz im Ofen gemacht und haben die so draufgelegt, dass sie so weich wurde im Ofen. Haben wir die einfach hier draufgelegt, weil die sind ja leicht abgerundet, das Plexiglas ist ja gerade. Und dann durch die Hitze hat sich das einfach abgesetzt und dann haben wir es auskühlen lassen und dann hat es diese runde Form, eigentlich super einfach. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt diesen Glanzton rein, weil, keine Ahnung. Und dann haben wir überlegt und dann dachten wir uns, so Fenster, die in so riesigen Firmengebäuden sind, die sind ja nicht einfach, die haben ja von Anfang an diese Spiegelung drin, also heute vielleicht schon, oder es gibt vielleicht Fenster, die das haben, aber es gibt ja auch Fenster, die nachträglich noch so eine Spiegelung bekommen. Und wir haben einfach im Internet geguckt, ob man so eine Spiegelfolie kaufen kann. Und gab es tatsächlich, und bei vielen Firmen, bei so großen Firmen, die geben manchmal schon, damit man es einfach mal ausprobieren kann, umsonst Proben, die einfach nur, keine Ahnung, so groß sind, schicken die dir Post so einen Briefumschlag, umsonst. Ja. Und somit hat sich dann die gläserne oder die Spiegelung in dem Glas drin, ne? Einfach aufgeklebt dann und. Einfach die Firma abgezockt. Ja, schreibt mal eine kleine E-Mail, hallo, ich möchte es gerne ausprobieren für meine Firma und bla. Und dann waren die, oh ja gut, dann können wir wieder Kohle machen. Und dann schießen die da die Folie raus und ihr habt Folie umsonst und müsst eigentlich auch kein schlechtes Gewissen haben für so ein kleines Stück Folie. Aber, und so könnte, also wir hatten das gleiche Problem, hatten wir, was war denn? Ah genau, ich habe auch Gray Fox aus Battle Gear Solid gemacht und der hat hier vorne so ein rotes Licht. Und ich wollte eigentlich nicht einfach so ein rotes Plexiglas kaufen, weil das sah immer so entweder so wie Sophias Jacke so rot. Es war einfach nicht das richtige Rot,
Was habe ich gemacht? Ich habe wieder bei so einer Firma geguckt, die haben gesagt, oh, wir haben hier ganz viele verschiedene, sie können sich bis zu 5 Proben aussuchen, die werden dann per Post zu schicken. Ich, alles klar, ab in den Warenkorb, habe mir 5 verschiedene Töne zuschicken lassen und eine davon hat dann gepasst und einfach aufgeklebt, fertig. Also, es ist häufig absolut nicht so kompliziert, wie man sich denkt. Also, es ist, man muss halt nur den Weg finden und so Sachen sich am besten irgendwie im Kopf behalten, im Hinterkopf, dass man sowas machen kann. Und dann, dann hat man auf jeden Fall wieder fürs nächste Cosplay was man nicht mehr suchen muss irgendwann. Weil die Suche von Materialien und wie man es macht und so, ich finde, das dauert immer länger, als das Kostüm zu machen selbst. Also, wenn man weiß wie. Sehr viel Google-Arbeit. Genau. Ich kümmere mich meistens bei uns um den Einkauf. Das heißt, ich sitze dann abends und raste total aus. Hatten wir jetzt erst. Er macht jetzt Jon Snow von Game of Thrones. Und, wollten wir machen. Und ich habe Referenzen gesucht und habe gemerkt dann auch so eine Auflösung, dass der Streifen drin hat. In dem Mantel. Und dann saß ich da und gesagt, ich muss Streifen in dem Mantel haben. Und dann fängt es an. Dann sitzt man da und googelt Wolle. Wolle mit Streifen. Dann geht man da durch, bis man dann irgendwann den richtigen Stoff gefunden hat. Ich habe ihn auch gefunden, es war dann aber keine Wolle. Es hat aber schon sehr lange gedauert. Es ist halt wirklich sehr oft einfach nur so wirklich die Suche nach, also ich sitze da manchmal und sage, okay, schauen wir erstmal bei Lab, ne, so Jon Snow Outfit, das ist sowas, das, da läuft man auch auf dem Mittelaltermarkt rum, ne? Was benutzen die? Die benutzen auch nur Leim, Wolle. Ich hätte zwei Elfenwald. Ja, das haben wir zu Hause bei uns mal hängen. Wo ich dann wirklich da saß und habe gesagt, okay, das ist wie Lab, also suche ich jetzt nur Stoffe in diesem Bereich. Dann werde ich auch was finden, was bestimmt so aussieht. Das dauert dann halt immer ein bisschen länger. Aber ich sag, also man findet alles. Was auch für die Leute gut ist, die sich nicht so gut wie so viele Stoffe auskennen, wie ich. Ich google manchmal einfach nach irgendwas, was so zum Beispiel Wolle mit Streifen. Und dann irgendwann haben die dann vielleicht sogar einen Special Namen und du denkst dir so, ah, okay, dieser Stoff heißt so und so, was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste, was sie mir vielleicht in 2 Sekunden hätte sagen können. Aber wenn ich irgendwie mal an der Arbeit oder so bin und möchte nach dem Stoff kurz suchen. Wollcrepe. So, und weil die Leute ja wissen, die den Stoff verkaufen wollen, ah, es gibt also Vollidioten, die keine Ahnung haben, was Wollcrepe ist, wie ich, machen dann einfach, du findest dann natürlich, wenn du Wolle mit Streifen eingibst, findest du diesen Stoff und dann steht da Wollcrepe. Und dann denkst du so, okay, jetzt suche ich nur noch nach Wollcrepe, ich bin schon wieder schlauer. Und dann kommt auch nur noch Wollcrepe, weil dann, es gibt ja Händler, die sich denken, also wenn der schon so Stoff kauft, dann muss er den auch kennen. Und dann hast du eine riesige Liste von Wollcrepe so für Leute wie mich. Und dann denke ich mir so, haha, ich bin so klug. Sehr schön, dann auch Wolle mit einzigartiger Struktur oder sowas steht dann. Also die macht es natürlich meistens dann schwerer, weil Wolle mit Eigen ist so, so komischer Struktur, das ist schon ein bisschen ätzend zu suchen. aber im Endeffekt hat es jetzt geklappt, dass wir den Stoff gefunden haben. Das gleiche ist natürlich auch, ich mache dazu natürlich Ygritte. Töte ich dafür kleine Karnickel? Nein. Warum? Nein. Machen wir natürlich nicht. Dann muss man sich natürlich fragen, wie macht man das? Ne? Das ist von innen Fell, das sieht ja Eskimo-mäßig aus, das Kostüm. Und von außen ist es trotzdem wie eine Haut. Dann habe ich das jetzt so gemacht, ich habe mir Fell gekauft und habe sozusagen immer auf der anderen Seite ein Velurleder entgegengelegt. Dass es trotzdem aussieht wie so eine Haut. Da kommen wir auch wieder nochmal zu Referenzen. Zum Beispiel Game of Thrones ist ein gutes Beispiel für Referenzen. Weil da gibt es ja die Exhibition. Und da hat man immer das Glück, dass es natürlich andere Cosplay-Bütige gibt, die dann auch nochmal suchen, sich bei der Exhibition da vorstellen und sagen, okay, wir machen jetzt erstmal Fotos. Habe ich natürlich auch was vor, wenn ich die Exhibition besuchen kann, weil da kann man auch sozusagen ja, die Schnittmuster zu machen. Was halt bei dem Kostüm schon ziemlich ätzend ist.
Oh, man sieht dann halt die ganzen Details. Das ist natürlich ein tolles Cosplay für den Winter. Ja, ich besonders, ich wollte eigentlich zu Drucken nicht fertig haben. Ist das so wie das? Ja, Gott sei Dank. So, wo man dann halt sagen kann, okay, ne, man hat die ganzen Details da. Findet man im Endeffekt auch nur, wenn man sagt, okay, wo kann ich denn das Kostüm, außer auf der Blu-ray oder DVD oder bei Making-ofs, wo könnte ich das Kostüm noch sehen? Ne? Kann man sich natürlich auch denken, okay, Exhibition sind da ausgestellt. Im Buch sind die relativ gut beschrieben. Das gibt es natürlich dann auch. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, man nimmt jetzt natürlich als Vorlage die Serie. Man sucht aber auch 10 Stunden in den Büchern nach irgendwelchen Details. Das glaube ich auch. Das sind 12 Bücher. 12 Bücher voller Details. Das ist spaßig. Sehr spaßig. Zum Beispiel bei dem kommen natürlich auch viele. Ich habe mich auch gefragt ganz am Anfang, weil ich bin eigentlich so, dass ich Schnittmuster, das liegt mir, mache ich einfach, zeichne ich auf, passt. Bei dem Kostüm dachte ich mir so, ja scheiße, wie mache ich denn das? Teilweise hat die ja hier zum Beispiel gar keine Schulter, ne, hier. Das heißt, sie hat gar keine Schulternaht wie hier. Und dann hat die einfach so komische Lappen hier. Dann habe ich das so gemacht, dass ich gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach so einen billigen Stoff. Nessel ist sozusagen immer der Vor-, also Nessel heißt das, ist so ganz unbehandelte Baumwolle, ist immer ganz billig zu bekommen. Habe ich einfach genommen, Vorderteil gemacht, ein Hinterteil, habe das einmal drüber gestülpt und habe mir komplett aufgezeichnet, wo was ist. Wo dann zum Beispiel auch teilweise die Lappen über, die Überlappungen habe ich mir erstmal aufgezeichnet, die ich dann später halt, nachdem ich das ausgeschnitten habe, dann mir zurechtgelegt habe und gedacht, okay, hier habe ich hier eine Überlappung, die muss ich noch da mit reinsetzen. Hier habe ich das noch, das muss ich noch mit reinsetzen. Hier habe ich Nähte, die habe ich angezeichnet, die muss ich dann nochmal aufschneiden und nochmal nachnähen. Das Schöne war, als du das ausgeschnitten hast und da hingelegt hast und meinst so, hä, was ist jetzt was? Also vielleicht vorhin als Tipp. Ich habe das dann immer so gemacht, also ich habe das ein zweites Mal gemacht, da habe ich gesagt, okay, ich mache eine Nummerierung, mache ein Bild davon, dann schneide ich es aus. Und dann habe ich ein Bild, wie ein Puzzle, wo ich sagen kann, okay, so muss es zum Schluss aussehen. Ja, hast du noch viel? Sonst würde ich mal einfach unsere Kostüme schnell durchgehen. Hm. Und dann können wir jetzt eben noch Sachen aus der Hand machen. Sollen wir die Welt nicht einfach gehen? Ja. So. Aber wenn wir zum Beispiel bei den Batman-Kostümen vorhin geredet haben. Das Harley Quinn, wo wir jetzt immer anhalten mussten, das war natürlich ein bisschen ätzend. Da hatten wir jetzt wahrscheinlich auch Probleme mit den Proportionen. Weil man hat diesen Rock gemacht und dann habe ich da hat man so ein Stückchen Stoff und man denkt sich so, oh, das ist aber ganz kurz. Dann zieht man ihn an, der ist noch viel zu lang. Man hat dann irgendwie von den Schuhen bis zum Schuhen ging das. Man hat nichts gesehen. Ich dachte mir so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Im Endeffekt ist der Rock so kurz geworden, dass man eigentlich dauernd einen Pennyschnitt hätte sehen müssen. Hat man aber nicht. Weil ich auch mal schön doppelt unterbunden war. Zu den Schuhen kann man noch sagen, die hat Sophia in so einem Graphic-Shop gekauft, weil sie gesagt hat, also Schuhe kaufen wir eigentlich immer, weil Schuhe selbst machen ist natürlich. Also man muss dazu sagen, der Schuh, der noch existiert, ist nur noch dieser Teil. Ne, Sohle und das. Den Rest habe ich da drüber gezogen. Da habe ich Kunstleder dafür benutzt, was ich drüber ziehe. Man sieht es hier auch noch am Anfang. So ein bisschen, hat es ein bisschen noch rumgezickt. Ne, hat man Reißverschluss hier eingebaut und dann dieses kleine Röckchen und Corsage. Ich mache zum Beispiel, ich fake immer, ich gucke immer, zum Beispiel bei dem, also solche Möpse habe ich nicht. Dann gucke ich schon, dass ich das fake. Sage ich ganz ehrlich, das mache ich immer bei jedem Kostüm, dass ich sage, dass die Proportionen auch stimmig sind. Das heißt nicht nur Brüste faken, sondern es ist teilweise Sachen hochschnüren, damit man einen längeren Bauch hat oder was. Wegschnüren. Ne, was viele ja machen, wenn die Crossplay machen. Dann haben wir zum Beispiel ihn. In der Version hat die keinen Hammer. So, ne, dann haben wir hier Benny.
als Scarecrow. Da müssen wir dazu sagen, wir haben hier immer noch vor der Zeit, vor Warbler, haben wir dort eine Gasmaske sozusagen auseinandergebaut. Also ich habe mir ganz billig eine Gasmaske bei Amazon gekauft, die so ähnlich aussah, weil es gibt ja diese Division-Gasmasken, die so richtig modern aussehen. Ich habe so eine ganz billige alte Handwerksgasmaske gekauft, da einfach nur die Filter abgenommen und den Kopf haben wir vormodelliert, auch wieder aus Skalpi, das dann abgebildet und dann mit Jute überzogen. Dann mit Jute-Stoff überzogen, weil was ganz einfach ist, weil Jute halt so grob gewebt ist, dass man das auch gut fixieren kann an Material. Man kann ja auch, was war das, die Cobra Cast hieß das, ne? Ja. Das gibt es leider nicht mehr, das ist so ein Gewebe gewesen, das kann man so aufeinander kleben, das wird viel im Theaterbereich benutzt. Ist auch halt, kann man gut durchatmen, weshalb wir sozusagen das also genommen haben. Ist auch sehr flexibel, das heißt, wenn man es mal hinwirft oder so, da hat man nicht gleich einen Riss drin. Und dann haben wir das halt sozusagen einmal überzogen und natürlich auch schattiert. Ganz klar, ne? Damit halt das auch, ja, nicht auf Bilder, sondern auch, dass die Augen immer düster wirken. Einfach auch wenn. Man kennt das ja auch, wenn man fotografiert wird, dann kommt manchmal der Blitz dazu und dann ist das komplette Gesicht einfach nur noch so eine Fläche. dafür macht man eigentlich dann die Schatten rein, dass es sozusagen damit ein bisschen vermieden wird. Ja gut, hier sieht man jetzt den Arm nicht so gut, aber den Arm, das war auch, wie gesagt, ich habe vorher nie mit irgendwas gearbeitet, damals gab es noch keinen Warbler, also habe ich mir einfach, weil ich gesehen habe, der hat so ein fettes Ding um den Arm. Ich habe einfach ein Rohr gekauft, da wieder ein Rohr drüber gemacht, für diese Teile so auseinandergeschnitten und dann, ich glaube, oder da hatte das gerade mit Warbler angefangen oder so, jedenfalls, ich habe da einfach, ich wollte zum Beispiel, dass diese Teile flüssig sind, dass da eine Flüssigkeit drin ist, damit das einfach echter aussieht, damit ich da nicht einfach nur, weiß ich nicht, gelbes Wasser oder so reinmache, ich wollte, dass das so blubberig aussieht. Und was haben wir gemacht? Wir haben Spüli da reingemacht, haben das verschlossen, was super scheiße ist zum Verschließen. Spüli ist die Hölle, weil Spüli löst alles auf. Das heißt, wir mussten erstmal einen Weg finden, um überhaupt diese Teile dicht zu bekommen, damit mir das nicht in den Arm runterläuft irgendwann. Und hier oben haben wir dann gesagt, okay, hier machen wir es anders, weil da muss man die Finger reinstecken. Das muss so sein, dass die immer, dass ich damit zugreifen kann, dass ich damit alles machen kann. Also haben wir mit Cobra Cast, dieses Zeug, was es gab, haben wir heiß gemacht. Ich habe das über den Finger gezogen, so lange, bis es sich an meinen Finger angepasst hat. Ich weiß nicht, hat er irgendwas drum gezogen um den Finger, damit es halt nicht super heiß ist. Ne? Aber es hat sich halt angepasst und dann habe ich das einfach wie so ein Stöpfchen, so, also ich habe das ausgeschnitten, dann wie so ein Stöpfchen reingesteckt. Und diese Teile haben wir dann nicht mehr, weil das war halt, wie gesagt, die Hölle, das zu stöpfen. Und dann haben wir gesagt, da muss irgendwas anderes, das kriegen wir da vorne nicht dicht. Und dann haben wir geguckt. Was gibt es denn noch? Und dann haben wir gemerkt, es gibt flüssigen Kerzenwachs. Okay, diese Gelkerzen. So Gelkerzen. Sieht immer aus wie Blubbern. Und dann, das sieht immer blubberig aus. Ihr macht das warm und dann wird das flüssig, aber so richtig dickflüssig, wie so ein Schleim wird das dann. Und dann haben wir das einfach reingefüllt und dann wird das hart. Dann härtet das aus und hat überall Blasen drin. Also es hat dann überall so kleine Blubberblasen drin. Und es sieht aus, als würde es ständig irgendwie blubbern, wenn du deinen Arm bewegst, weil das fällt dann keinem auf. Solange das hier unten sich bewegt, denkst du, das ist wie bei so einem Zaubertrick. Weißt du, wenn du hier was machst, ne, und du bewegst hier deinen Arm, dann achten nur die Leute hier drauf. Und so war das halt. Ich wollte halt, dass sich wenigstens eins bewegt. Und die Leute haben immer gesagt, ah, oh, cool, was hast du da für eine Flüssigkeit drin? Und deswegen haben die halt nicht mehr hier oben drauf geachtet. Also es sind wirklich super leichte Sachen immer, wo man erstmal nur so ein bisschen um die Ecke denken muss und dann sieht das halt ganz gut aus. Ansonsten, ach so, was wir, also wir versuchen, wenn das gut aussieht, immer natürlich noch irgendwas reinzubringen, was das Kostüm noch ein bisschen mehr aufwertet. Und in meinem Fall war es dann, also in dem Spiel hat er immer, wenn Batman ihm begegnet, hat er so super krass leuchtende Augen, also wie so Strahlen hat er. Und das ist erstens auf einer Convention blöd, weil das sieht keiner. Wie willst du hier oben so Strahler einbauen, dass das so hell ist, dass es dann einen anleuchtet? Und dann dachte ich mir, okay, wie machen wir den Leuten anders Angst, wenn wir sie schon nicht in so Albträume verwickeln können, habe ich mir Sclera gekauft. Ich habe vorher noch nie Kontaktlinsen getragen und habe mir Sclera gekauft. Ich weiß nicht, für Leute, die Sclera kein Kontakt ist, im ganzen Auge eine Kontaktlinse, fürs ganze Auge. Also die Teile sind groß. So groß. Und dann saßen wir da und haben das ausprobiert. Wir waren zu dritt.
eine hat mein Lied nach unten gezogen, eine nach oben und eine hat die dieses Ding in mein Auge reingeschoben. Und als es drin war, sah es halt super cool aus, weil du hast komplett schwarze Augen. Also man sieht nichts mehr von deinen Augen, die sind einfach nur schwarz. Und dann haben wir natürlich meine Augen noch schwarz geschminkt und schon, wenn mich Leute auf der Convention angeguckt haben, du siehst halt nur, wenn ich zur Seite gucke, so einen ganz leichten weißen Rand. Ne? Das heißt, die Leute wissen, dass ich sie angucke. Und das ist halt, macht super viel Eindruck, weil wenn man das halt nicht so machen kann, mit Licht und so. Wir hatten auch einen Kumpel, der hat hier oben so LEDs eingebaut, aber das sah halt immer so ein bisschen... Da hat man die LED irgendwie gesehen. Es war halt immer so hell, dass man die LEDs hier oben gesehen hat und das war dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ich sag jetzt, es war ja auch eine gute Idee, aber ich fand's halt so macht's halt mehr Eindruck, wenn du es auf der Convention siehst. Das hat er natürlich so nicht und ich dachte mir so, ja, das sieht aber auf jeden Fall cool aus und ich glaube, es hat keinen gestört, das Kostüm war eigentlich ganz gut an. Und ja, das... Zu den Kostümen. Ja, wie gesagt, erste Kontaktlinse. Ich hab's einfach gemacht und es ging. Also, beziehungsweise wir haben es einfach zu dritt gemacht und es musste gehen. Aber. Ja. Bei mir ist das mal das Problem, ich habe halt sehr voluminöse Haare. Wie gesagt, ich hatte bei dem einen Kostüm, benutze ich meine eigenen Haare. Deswegen musste ich dieses Kostüm, also das Harley Quinn-Kostüm, später nochmal Scarecrow angezogen, habe ich das ersetzt gegen Poison Ivy, wo ich dann auch nicht meine Haare benutzen konnte. Das waren 6 Stunden. 6 Stunden schminken. 6 Stunden sich grün anmalen morgens. Sie ist. Wann bist du aufgestanden? 6, 5? Wir waren jedenfalls sehr spät. Wir sind auf jeden Fall super spät auf die Convention gegangen, weil sie hat jedes einzelne Blatt mit so Mastix aufgeklebt und so. Die Beine waren dann in Strumpfhosen, weil sie nicht so zu nackig sein wollte, weil das Kostüm gibt ja schon viel her. Aber es sollte halt auch nicht so einfach nur billig nackt sein. Wir sind nicht so der Freund von billig, ne? Und sie einen goldenen Anzug. Das Höschen hatte sie auch vormodelliert aus Geißel, glaube ich. Silikon, ne? Gemacht. Und ja. Dann genau mit Silikon gegossen. Da haben wir einfach was Neues ausprobiert, hat dann geklappt. Und dann konnte sie diese Silikonform einfach auf eine normale Hose anbringen. Und dann hat sie. Ich habe noch nie so einen teuren Slip gehabt wie das Ding. Ja. Genau. Haare haben da natürlich auch damals gut gepasst. Das waren ja auch deine echten Haare, genau. Zum Glück. So, und dann nächstes, das Jahr darauf haben wir wieder was für Assassin's Creed gemacht, beziehungsweise für Ubisoft. Und das waren dann die Kostüme. Wir haben immer Charaktere aus dem Assassin's Creed Multiplayer gemacht. Nie ein Assassin, immer Templer. Wir haben immer die Bösen gemacht. Und ja, dann haben wir... auch viel mit Stoffen, mit neuen Stoffen gearbeitet. Ja, das ist neu, aber du hast hier dieses super komplizierte Korsett und sowas gemacht. Was ganz lustig war, sie hat so ein Fläschchengurt, den wir auch haben wollten. Ja, Fläschchen zu finden ist auch nicht so einfach, damit die so aussehen, wie sie aussehen müssen. Also haben wir tausende von Flaschen. Wir wollten auch funktionelle Flaschen. Das heißt, wir wollten die nicht selber zusammenbauen und sagen, wir haben jetzt da irgendwas Grobes, sondern hätten gerne funktionelle Flaschen gehabt. Das heißt, es hat ewig gedauert, überhaupt eine Flasche zu finden in der Größe mit einem kleinen Hals, die man da auch wirklich noch so dran machen kann. Das war natürlich ein schwerer Gurt, muss man dazu sagen. Also wir wollten die auch befüllt haben, damit das halt mit Flüssigkeit, damit das auch wieder echter wirkt, ne? Und nicht irgendwie nur so, sage ich jetzt mal, einfach unecht rüberkommt, weil wenn das Kostüm, denke ich, so im Ganzen recht realistisch aussieht, dann ist das schon so ein kleiner Störfaktor, wenn du dann eine Stelle hast, die ist dann weniger realistisch, sage ich mal. Jedenfalls haben wir dann irgendwann einen Shop gefunden und den haben wir uns gleich abgespeichert, weil da kann man so spezielle Fläschchen kaufen und spezielle Formen und so. Und das sind dann meistens auch auf eBay, das sind dann so kleine Einzelhändler, also so. Keine Ahnung, gibt es da einmal in Deutschland, der stellt sowas her, sowas stimmt, immer sofort abspeichern. Das ist immer wirklich den blödesten, man denkt so, man möchte professionell googeln und man findet das nur, wenn man da Glasfläschchen macht. Also manchmal ist es so richtig dumm, man denkt so, wieso? Da haben wir übrigens Eistee drin gehabt und auch anderen erst später Amaretto, weil das noch ein bisschen schöner aussah. Den haben wir nach der Convention getrunken. Haben wir dann nach jeder, wie so einen kurzen, haben wir dann die Dings aus ihrem Gürtel gezogen und haben die ausgetrunken, damit der Gürtel nicht mehr so schwer ist, natürlich. Nicht wegen irgendwas anderes. Ich war Transport, aber auch nicht ausgetrunken, das muss man auch dazu sagen. Also, es musste raus. Ja, ich glaube, was man dazu sagen kann, das waren unsere ersten Kostüme, wo wir wirklich bewusst eine Location rausgesucht haben, die dazu passt.
Das Gute war, wir haben früher in Kassel gewohnt, da gibt es einen riesigen Bergpark. Kennt ihr Konnichi, ne? Konnichi, also falls ihr mal nach Kassel kommt, geht in den Bergpark, der ist wunderschön, weil das sieht alles da so, da gibt es eine Burg, da gibt es ein riesiges Schloss und keine Ahnung. Wir haben noch ein bisschen mehr. Ja, wir haben nur noch 5 Minuten. Auf jeden Fall. Ja, aber du weißt nicht, wie viel Vorbereitungszeit. Deswegen. Ja, wir gehen so schnell durch. Auf jeden Fall haben wir da zum ersten Mal auf unsere Location geachtet und das kam natürlich auch gut an. Weil Convention-Fotos sind natürlich immer cool. Ich freue mich immer, wenn auf einer Convention-Foto von mir gemacht wird. Meistens sind die auch dieses Borderlands-Bild, was ich euch vorhin gezeigt habe, das war so im Vorbeigehen, hat das jemand gemacht, das sah auch cool aus. Aber wenn ihr euch wirklich die Zeit nehmt, mal mit einem Fotografen auch wohin zu gehen zu einer Location, dann wertet das Kostüm so krass nochmal auf, weil es gehört ja auch einfach in diese Location rein. Und das kann ich nur dazu. Früher haben wir immer gesagt, so, ja Gott, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mit einem Kostüm in irgendeinem Park rumzurennen. Heute denken wir uns, why not? Also wir haben viel Arbeit in das Kostüm gesteckt, also muss es auch dementsprechend gewürdigt werden. Genau, das ist auch der Bergpark. Stimmt, das war deren Gruppe, da war ich auch wieder nicht dabei. Stimmt, immer die Mädels alleine. Du magst auch kein Dragon Age. Ja. Ne, da haben wir auch, das war auch Bergpark. Da gibt es halt auch so die Teufelsklippe mit einem kleinen Wasserfall unten drunter. Natürlich auch sehr schön. Also für so Mittelalter-Sachen ist das alles total cool. Das ist wirklich fantastisch. Jetzt schnell. Genau, Metal Gear Solid. Wir haben das Glück, wir sind befreundet mit einem recht bekannten Cosplayer, der Rick Hoare. Der macht jedes Jahr Assassin's Creed Kostüme für Ubisoft. Der ist auch auf der E3 immer damit gewesen die letzten Jahre. Super krasser Typ und der steht total auf Metal Gear. Deswegen sind wir mit dem damals ins Gespräch gekommen auf der Gamescom und dann haben wir irgendwann ein Metal Gear Shooting mit ihm gemacht. Sind nach Holland gefahren, wo der wohnt, in eine alte Fabrikhalle mit einer Fotografin, die immer seine Bilder macht und haben dann zusammen ein Shooting aufgesetzt. Wir haben auch noch eigentlich einen kleinen Film gedreht, aber der ist noch nicht fertig. Aber da kamen dann halt auch so Bilder raus. War mal was anderes, nicht so mittelalterlich oder so, aber. Ja, da ist er noch. Ja. Genau. Witcher. Natürlich müssen wir auch was von der Witcher machen. Genau, natürlich auch mal was von Andi, ne? Hier, ja, was Andi, genau. Ich habe Tristan gemacht, wo ich natürlich darauf geachtet habe, war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das natürlich auch aus Leder haben. Also es ist auch wirklich, also echt Leder viel verarbeitet und aber auch viel Kunstleder. Im Endeffekt ist es das komplette Kostüm. Da ist das Einzige, was er irgendwie bauen wollte, ist das da. Und alles ist entweder Leder so oder... Kunstleder. War auch entsprechend dann teuer. Genau. Hier habe ich zum Beispiel drauf geachtet, was ich ganz schön mache, weil die haben so ein weißes Oberteil, das sieht immer so ein bisschen langweilig aus, habe ich gesagt, ich suche mir einfach einen Stoff, der für sich alleine schon so eine Struktur hat, die einfach spannend ist. Das habe ich dann so ein Kunstleder genommen, habe das mit so leichter Kern. Ich muss auch sagen, bei älteren Spielen hatten die ja nicht so diese, die konnten noch keine Masern, die konnten noch keine Lederjacken und sowas animieren. Heute siehst du direkt, wenn jemand eine Lederjacke anhat, so bei Uncharted 4 oder so, dann weißt du, der hat eine Lederjacke an und dann ist das nicht mehr so das Problem. Aber bei Witcher 2 zum Beispiel, wenn du da guckst, dann ist das eine weiße Fläche, eine türkise Fläche bei Triss und du kannst es nur erahnen, was es sein könnte. Und deswegen hat Sophia da versucht, ein paar Details mehr reinzubauen. Ja, sind dann auch wieder Bergpark, haben wir dann auch wieder eine Gruppe gehabt, auch wieder Damen von da. Ja, so auch weniger als Lambert. Hier so natürlich nochmal mit Collodium und sowas. Also das ne, mit Narben, Zeug, wenn das Narbenzeug. Das ist die besoffene Triss, oder? Hm? Ja, das ist die besoffene Triss, genau. Genau. Das war auch sehr spannend, weil ich habe diese ganze Beute aus kleinen Bügelpailletten gemacht. Das heißt, ich habe da drin 4000 Pailletten verarbeitet, die ich alle in dieser Form gebügelt habe. War ein bisschen ätzend, aber es hat sich im Endeffekt dann doch gelohnt. Also, es hat, ne, also ich mochte das schon gerne. Dieses Kostüm wollte der Benny letztes Jahr spontan haben. Er hat gesagt, oh, hier in 10 Tagen ist die Konnichi, kannst du mir nicht mal Lambert machen? Und ich habe gesagt, okay.
wir arbeiten beide Vollzeit und das war, also da waren die Nächte lang, weil wir dann immer so, wir sind nach Hause gekommen, haben schnell eine Pizza reingeschoben. Energy die, Drink. Das ist dann immer so Tiefkühlpizza-Time, ne, die ganze Woche, Energy Drinks und dann haben wir, ja, immer so bis 1 oder manchmal auch 2 Uhr nachts haben wir dann gemacht, also haben wir dann an den Kostüm gearbeitet oder an dem Kostüm gearbeitet und dann, ja, wurde es noch rechtzeitig fertig zum Glück. Da haben wir auch nochmal sozusagen hier noch ein bisschen diese Weathering gemacht, nur mit Acrylfarbe, ein bisschen Wasser, ne, dass halt solche Ränder auch teilweise einfach schöner aussehen. Oder was ich auch hier beim Make-up auch so eine Sache, wie ich gerade auch meinte, manchmal braucht man ja auch keine Kunstwimpern oder sonst was, bei denen habe ich dann meine Sommersprossen geschminkt. Das ist auch nicht so schwer. Da kann, weiß ich, kenne diese Stoppelbartschwämme. Habe ich einfach sozusagen einen Concealer genommen, der dunkler ist als ich, was halt bei mir auch nicht so schwer ist. Und habe dann sozusagen diese, das hier hingemacht, also drauf getupft und habe das dann später nochmal mit ein bisschen ja, Make-up abgenommen. Damit es halt nicht so ja, drauf gemalt aussieht, sondern wirklich mit der Haut ein bisschen sich vermischt. Jetzt gucken wir mal. Hier nochmal zu dem Watch Dogs Kostüm. So sah das dann aus mit der 1000-Nieten-Jacke. Haben wir dann hier so, also man muss dazu sagen, ich habe das Glück, dass ich auch mit dem Stoffhandel arbeite. Das heißt, ich habe jeden Tag halt was mit Stoffen zu tun. Wir verkaufen auch Nähmaschinen, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, Stickmaschinen bei uns auszuprobieren. Weshalb ich dann gesagt habe, okay, dieses nette Meme werde ich dann mal sticken. Oder auch solche Sachen zu bedrucken zu lassen. Und das geht natürlich dann auch ganz gut. Dafür haben wir einen Freund engagiert. Ich bin nicht, wir sind beide nicht so technisch versiert. Er hat uns die LEDs programmiert, das heißt, hat die in die Brille eingebaut und dann konnte man die, mit so einem Knopf konnte man die alle Emotionen, stand auch im Cosplay Guide, was der für Emotionen mit seinen Augen machen kann, konnte man die alle einstellen mit so einem Knopf. Ja. Ansonsten, ja, Aloy habt ihr ja schon gesehen. Was gab's noch? Ich glaube, sonst sind wir eigentlich durch, ne? Wir machen gar nicht so viele Kostüme. Wir lassen uns auch immer sehr viel Zeit damit, eigentlich, wenn es jetzt nicht in 10 Tagen fertig sein muss. Ja. Ja. Bei dem Kostüm kann man auch zum Beispiel sagen, das hat am längsten bei mir gedauert, war die Recherche für diese Federn, weil ich wollte echte Federn haben. Ich wollte Federn, die nicht angemalt sind oder gefärbt, sondern ich wollte welche, die richtig, richtig authentisch aussehen. Ich habe ewig lange dafür gesucht. Das war dann wirklich zum Schluss eBay gewesen, wo ich sie herbekommen habe, von einem Privathaushalt, der einen Papagei hatte. Und dann habe ich Papageienfedern. Der verliert ab und zu Federn und er hat die gesammelt und dann verkauft er die bei eBay. Und dann hat Sophia echte Papageienfedern gekauft. Ja. Das hat ewig lange gedauert, das überhaupt zu finden. Und was ich das erste Mal ausprobiert habe, man muss sich, also das ist bei uns auch immer Sache, wir gucken halt, dass wir immer Kostüme, können wir dann uns was aussuchen, dass wir sagen, wir sind nicht überfordert. Aber auch nicht unterfordert, dass wir auch Sachen neu ausprobieren können. Das heißt zum Beispiel, bei dem hatte ich auch so, dass dieses Amulett habe ich zum Beispiel mit Zinn gegossen. Wir haben eine Abform gemacht und haben ja, das erste Mal mit Zinn gearbeitet. Es war lustigerweise nur an dieser Stelle wirklich bei mir erfolgreich gewesen. Den Rest, den ich daraus machen wollte, ist völlig daneben gegangen. Deswegen haben wir es einfach anders gemacht. Dann mussten wir es halt anders machen. Genau. Wir sind, glaube ich, auch fertig. Es sei denn, ich frage jetzt einfach mal, habt ihr noch irgendwelche Fragen an uns?